Also die etwas ja, pathetisch familiäre Antwort wäre wahrscheinlich meine älteste Schwester, weil die hat Klavier gespielt früher und ich habe dann immer versucht, ihr das nachzumachen. Und so bin ich irgendwie ans Klavier gekommen und ich habe es geliebt, die Stücke, die sie gespielt hat. Das waren späte Brahms Klavierstücke, hatte sie damals gespielt und ich habe versucht, das auch zu spielen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Aber streng genommen, wenn ich sozusagen eine Person nennen muss, dann war das so eine der ersten, die mich irgendwie an das Klavier gebracht haben. Und ja, danach sind sehr, sehr viele andere auch noch gefolgt, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Deswegen kann ich da jetzt niemanden rauswählen. Mein Lieblingsmusikerwitz. Ja, geht ein Bläser an der Bar vorbei, sagt man ja manchmal. Aber sonst kenne ich nichts. Man macht auch Witze über Bratschen immer, aber ich dirigiere heute. Da darf ich mir sowas nicht erlauben. Eigentlich mache ich autogenes Training manchmal vor dem Konzert. Wobei ich auch der Meinung bin, ob du jetzt autogenes Training machst oder Yoga oder ob du betest zum Beispiel oder so, das ist eigentlich ziemlich dasselbe meiner Meinung nach. Das ist so eine Kanalisierung irgendwie, man kann das nennen, wie man will und man kann auch in der Einzelheit irgendwie, das spielt da nicht so die Rolle. Aber einfach, dass man sagt, ich entspanne mich, ich lasse mich darauf jetzt ein und ich gehe da mutig rein und nicht verängstigt. Das ist eigentlich alles, worauf ich dann achte.